Philipp Heller von Sinnen, Ingo Oppel, Pascal Kaczewska, Oliver Kalkofe und Bernhard Hoeker. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Begrüße Sie auf das Herzlichste zu Genial daneben am heutigen Samstag, am 10. März 2007. Was ich alles weiß. So, also sind wir mal sehr gespannt. Freue mich, dass ich heute ein exzellentes Team hier habe. Frau von Sinnen ist da, Herr Hoeker ist da, Ingo Appelt ist da, Wichser. Zwei. Doppelwichs. Also das war aber eigentlich immer so mein Titel, aber ist egal. Ja, natürlich. Jetzt ist es aber Ihr Titel. Ja. Als Gast jetzt sind wir mal ausnahmsweise. Nee. Absolut. Wichser 2. Ja. Du warst immer zu zweit bei deinem Programm. Es gibt ja Wichser 2 und zwar genau in 5 Tagen. Aus Neues vom Wichser am 15. März, ja, jetzt am nächsten Donnerstag. Jetzt Donnerstag geht's los. Ja. Wir sind sehr aufgeregt. Ja, ich auch. Denn morgen ist nämlich so Vorpremiere und ich habe gesagt, ich mache schön Werbung für euch, aber ihr müsst mich einladen. Scheiß Deal war das. Haben sie auch gemacht. Freue mich auf morgen, bin sehr gespannt. Und dann hat ja Herr Fuchsberger morgen doppelt zu feiern. Einmal den großen Erfolg und noch seinen 80. Geburtstag. Also es wird. Es ist Wahnsinn. Ist wir dürfen verraten, einer aus dieser Runde, einer von uns Sechsen, ist außer uns beiden ebenfalls Gast in dem Film Neues vom Wichser. Wir sagen an dieser Stelle noch nicht, wer es ist. Nicht? Gut. Ja. Ist das aufregend, Sie mit, Freunde? Ja. Gehen Sie ins Kino, schauen Sie, nicht? Ja. Wer sieht aus so ein bisschen wie ein Wichser, wer benimmt sich so? Nehmen wir mal gucken. Schauen. Wer könnte es sein? Also wir sind gespannt. Also meine Damen und Herren, wenn Sie es sehen wollen, Donnerstag ist Premiere am 15. Und dann können Sie sich auch was gefasst machen. Könnte ich mir vorstellen. Es geht los. Wollen wir anfangen? Bitte. Absolut. Wir Niedersachsen, Basinghausen, sagt euch das was? Soll uns das was sagen? In der Nähe habe ich mal gewohnt. Gut, da müsstest du Dietmar Meier kennen. Ja, Dietmar. Oh. Alter Kumpel von mir. Der wohnt immer noch in Basinghausen. Und Dietmar Meier möchte Folgendes wissen. Er möchte wissen, was sind Abspanneier? Hat er mich auch immer gefragt. Dietmar und seine Abspanneier. Da haben wir so viel Spaß gehabt abends manchmal. Abspanneier. Bei ihm, ja. Der hat nur nicht gefragt, was sind Abspanneier, also sondern sind das gerade, Abspanneier? Wo wir beim Thema Film sind. Ja, im Film gibt es einen Abspann. Wenn wir beim Thema Eier sind, bin ich bei Ostern. Ostern muss man Eier suchen. Ich denke also, Abspanneier sind die in diesen riesigen Hollywood-Filmen, wo 400 Leute als Cast zum Schluss hinten dran sind. Als Eier durch das Bild rollen. Nee, ich habe gedacht, das sind die, die man einfach nicht findet im Abspann. Ah. So, Second Unit, First Assistant, Grip Assistant to Mr. Ja. Die Easter Eggs, die man da versteckt. Ja. Vielleicht ist es auch der Abspann am Osterabend. Also vielleicht das einfach nur. Mit dabei waren Mama, Papa, der Osterhase denkt und so, dass man das so Abspann am... Ihr seid alle, ihr bleibt doch bei Ostern. Es geht um Abspanneier. Es handelt sich dabei um... Ah! Oh Gott. Meine Damen und Herren. Vicky weiß es. Boah. Gut, nein. Jetzt geht das wieder los. Also was sind Abspanneier? Mit freundlichen Wir warten Grüßen. Mit der Antwort, bis er sitzt. Öckerchen, lassen Sie sich nicht irritieren. Ich sagen mit. Sie. Das ist okay. So. Ich werde diese Antwort jetzt im Sitzen geben und danach stelle ich mich wieder hin. Ja. Ich möchte kurz erinnern an Anfang des Jahres, als der Sturm Kyrill über Deutschland gezogen ist. Ja. Abspanneier sind die Bleiknubbel, die man an die vier Ecken einer Decke, einer Tischdecke befestigen kann, damit sich die Decke aufspannt und im Falle eines Windes nicht den Tisch verlässt, sondern darauf liegen bleibt. Dankeschön. Und das wird stimmen. Wen spannen wir denn ab? Wir spannen ein Pferd. Sag Ihnen doch noch, dass es falsch war. Falsch. Danke. Eine Kutsche wird angespannt. Aber nicht oder? Abgespannt, oder? Also abspannen, Eier, stell dir mal vor, das arme Pferd. Ganz generell, wenn man sehr abgespannt ist, man kriegt irgendwie Augenringe oder sowas, die sind dann so Tränensacks. Dann hängen auch die Eier tief. Die kriegst du beim Arzt, also kommen sie haben Abspanneier, gehen sie mal in die Apotheke oder irgend sowas. Auch. Also ist es ein medizinisches Phänomen? Ja, ist ein medizinisches Phänomen. Was sagen wir dazu? Ja, das ist falsch. Das ist richtig. Gut. Und Pferde war auch falsch. Pferde war auch falsch. Ich bin bei Kamelen und möchte es gibt so einen lustigen Kamelwitz, den ich jetzt in deiner Antwort umformuliere. Mal sehen, wer den Witz wiedererkennt. Zum Beispiel ein total verspanntes Kamel, was nicht mehr freiwillig trinken kann. Das kann, genau, nicht den Gag vorwegnehmen. So, jetzt kann man ja vielleicht mit zwei Ziegelsteinen
dieses Kamel entspannen, indem man einfach macht. Ja, ja, ja. Und dann ja, macht ja, das Kamel. Und dann? Hat es getrunken, wenn man einen Eimer vorher drunter gestellt hat, unter und den was, Kopf. Was sind da die Abspanneier? Die danach. Ja, es ist gut, ein, so schöner Witz, ein schöner Witz. Die kann man wahrscheinlich. Ah, nächste Idee. Ja, Zentrifuge, meine Damen und Herren. Wir sind bei einer Zentrifuge in einem chemisch-biologischen, molekularen. Haben Sie noch eine Idee? Nein. Ich würde sie jetzt bis zum Ende durchbringen. Gut. Denn wenn sich dort etwas schnell dreht, befinden sich am Ende der in der Mitte mit einem Gelenk versehenen stählernen Längsachsen dicke Kugeln, die aufgrund der Zentrifugalkraft nach außen gedreht werden. Dadurch wird etwas zusammengedrückt, nur durch die Drehung. Und das könnten die Abspanneier sein, weil sich daraufhin das gesamte Element auseinandergespannt hat. Und das Ergebnis ist dann eine abgespannte Elementarsituation. So. Mann! Also Abspanneier ist doch ganz leicht. Also Abspanneier, die kann man wahrscheinlich trinken. Das ist wahrscheinlich so eine Art Eierlikör. Das heißt, man kriegt dann so, holen wir mal zwei Abspanneier. Und dann ist man doch auch abgespannt. Ich glaube, es ist wirklich ein Phänomen aus der Medizin. Wir sind bei einem Urologen und es handelt sich um geprellte Hoden. Ich will das nicht wissen. Doch, doch. Nein. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Das sind so Männer in der Muckibude, die irgendetwas abspannen, einen Expander, irgendetwas tun. Patschung, ah! Ich warte auf eine seriöse Antwort von Bastian Pastewka. Und hier kommt sie, meine Damen und Herren. Das ist doch ganz einfach. Ein Anruf, Kinder, mache ich euch sofort. Die Abspanneier sind die, die man dehnen kann, die man spannen kann. Wir haben doch hier schon in der Sendung einmal gelernt, dass es Eier gibt, die nicht in der klassischen Form gezüchtet werden, sondern gezogen, ich sage gespannt werden. Ist das aufregend. Und das sind Abspanneier. Wozu braucht man diese Abspanneier? Ich sag's Ihnen. Ich habe sehr viel Knopf-Hoff-Show früher. Wozu braucht man das? So, und zwar hat man die langen Eier dann, die kann man dann so durchschneiden und auf ein langes Baguette zum Beispiel. Ja, machen. Lange Eier. Das gibt es, das ist jetzt kein Scherz. Ob das mit Abspanneier was zu tun hat, steht auf dieser Karte. Also, was spannt man? Man spannt einen Hahn, eventuell auch beim Bogenschießen gibt es vielleicht auch etwas, was man an- oder eben dann wieder abspannt. Und vielleicht sind Eier etwas, die etwas schützen. Also sind wir beim Schießsport, also bei Gewehren oder bei Pfeil und Bogen? Oh, das ist sehr gut. So was ist denn mit Spanner? Und Eier. Aber bei Sport, so also es hat was mit einem Sportgerät zu tun. Würde ich so nicht. Eierlaufen. Eierlaufen zum Beispiel. Ne? Ja. Sind dann die Abspanneier? Das weiß ich nicht. Aber das ist das Problem. Standuhr. Moment mal. Die Stand. Volker meldet sich. Können Sie noch mal melden? Können wir noch mal groß auf die Achsel gehen, bitte? Ja, es ist wieder, es wächst. Nein. Ja, es wächst. Hört, ja. Oh nein! Ja! Das ist. Jetzt habe ich so viel Deo-Stift da. Ganz gut. Ja. Abspannen. Dabei trägst du doch heute extra ein T-Shirt. Ja, geht runter noch. Und sogar ein sehr schönes, meine Damen und Herren. Möchten Sie es mal sehen? Oh ja, das mit deiner Vielen Dank. Gut. Also. Es ist schön. Ihr habt nicht mehr viel mehr Zeit, dann sage ich euch. Ich glaube, wir sind bei der Standuhr. Da gibt es hier unten diese Kugeln, die mit diesen, oder Zapfen, die nennt man Abspanneier, weil damit wird die Feder in Spannung versetzt und in Spannung gehalten. Find ich und nur wieder zurück. Finde ich auch gut, hat mit der Frage nur überhaupt nichts zu tun. Aber ja, Sport, war die Richtung Sport? Sport war komplett verkehrt. Wie ist denn mit Schuhspanner? Im Schuhspanner einfach reingekriegt, das gibt eine Sauerei. Was? Ja, Eier einfach in den Schuh. Du legst in den Schuh zwei Eier rein und tust in den Schuhspanner rein. Ach, den Schuhspanner? Ja, in den Schuhspanner. Weißt du, warum sollte man das tun? Gibt es einen Grund? Einfach, weil ich das gerade lustig finde. Ach so. Ich will das einfach nur sehr. Also, ich will das machen, weil ich. Ja, natürlich. Wäsche aufhängen. Und Wäsche aufhängen, nein. Noch jemand? Wäsche spinnen. Ihr Lieben, ich sage es euch. Ihr kommt nicht drauf. Ihr seid weit, weit weg. Rundfunksendemasten. Sind bis zu 180 Meter hoch. Damit sie auch bei Sturm nicht umfallen, sind sie besonders gesichert. Und zwar durch Stahlseile, die von der Spitze des Mastes schräg nach unten laufen und am Boden befestigt werden. Das haben wir alle schon mal gesehen. Und diese Seile werden gespannt mit Spannhilfen aus eiförmigen Keramikteilen. Der Sendemast wird mit Hilfe dieser Keramikeier abgespannt, wie der Elektrotechniker sagt, da ja Abspanneier. Aus Keramik sind diese Abspanneier, weil sie einen möglichen Stromfluss vom Sendemast zum Boden verhindern. Wir kennen das auch alle zum Beispiel, wenn wir ein Zelt spannen wollen, dann gibt es auch eine Vorrichtung, wo man dann zieht und dann wird dieses Seil straff. Das gleiche passiert auch bei Tischdecken, wenn Wind ist. Dietmar Meier
aus Basinghausen 500 Euro. Gratulation. Sehr gut. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Und jetzt sind wir mal in Rheinland-Pfalz. Jetzt kommen wir zu einer Frage, auf die freue ich mich heute schon den ganzen Abend. Glaubt es mir. Wirklich. Anja Schuhen wohnt in Katzwinkel. Und Anja, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie diese Frage eingeschickt haben. Ich bin gespannt, was jetzt passiert in der nächsten halben bis dreiviertel Stunde. Nein, so lange wird es nicht dauern, aber ich bin sehr gespannt. Hört genau zu. Anja möchte wissen, mit welcher Geste stellen Gebärdendolmetscher Angela Merkel dar? Ich sage mal, eine Information kann man fast jeden Abend sehen bei Phoenix. Natürlich. Dort werden Fernsehnachrichten für Gehörlose durch Gebärdendolmetscher übersetzt. Wie stellen Sie Angela Merkel dar? Okay, so, okay, Angela ist einfach Angel und dann genau. Merkel. Angel A. Ja. Merkel. Angela. Angel Merkel. A. Merkel. Ich mach so für die Mundwinkel. Ich mach so. Ja, ne? Aber ich glaube, ich mache einfach so. Vielleicht gar nicht. Ja, so finde ich gut. Das vielleicht ist gar nicht. Gar nicht. Nein, das ist ja einfach, weil die ist nicht darstellbar. Ja. Aus dem wieso Grund, denn nicht? Ja, in der Sekunde. So. Nein, in der Sekunde. In der Sekunde, wo Angela Merkel im Satz erscheint, machen die. Oder sowas. Aber Pause. Mit den Merkel finde ich gut. Vielleicht machen sie wirklich so und L. Also Merkel. Merkel. Nee. Warum gucke ich keinen Phoenix? Ja. Nein, das ist so. Ich bleib dabei. Ich bleib auch hier bei dieser Das ist doch Quatsch. Nein, das stimmt nicht. Machen die aber. Nein, machen sie nicht. Okay, dann. Angela Engel, vielleicht machen Sie diesen. Die machen Angela Merkel! Angela Merkel! Ich dachte, es geht so. Tja, sie halten ein Schild hoch mit Angela Merkel drauf. Mit allen anderen Figuren, die da auftauchen, auch. Dass die bestimmt sind, nur so auf den Mund zeigen und dann Angela Merkel. Also das nachmachen. Nein, die sprechen das ja dabei mit, aber sie machen trotzdem noch eine Geste. Eine Geste. Darstellungsgeste. Wie sie das immer machen. Angela Merkel, überlegt. Vielleicht machen sie ja was für Bundeskanzlerin, von wegen nicht. Von wegen nicht Kanzler. Bundeskanzler. Ist nicht einfach. Haare? Ich meine, wir können Haare, ja mal die Klischees. Haare, ja. Also, welche eigentlich so, was Haare. Hat sie? Wie Haare? So. Nee. Ah, so? Potschnitt. Nee. So? Haare hat sie so. Aber die würden doch nie entkinnen. Wie machen sie? So. So. So? Fehlt noch eine Geste. So? Wie? So? Nein. Zack, zack. So? So? Der zweite Teil war schon gut. Was? Welcher? Der. So? Ah, Mittelscheitel so? machen sie so? Nein. Also, das machen sie. Ja, nee, ohne Bewegung. So. Ihr seid fast dran. Der, also schon so 50% ist schon richtig. Ernsthaft? Ja, die ersten 50 fehlen mir noch. Das ist. Nein. Das stimmt. Nein. Das sind die Haare. Das ohne Bewegung stimmt das. Machen Sie das? So. Hä? Nee, das Mund machen Sie gar nicht. Man nur Haare. So Haare. Ah, und das Pony noch? Sie machen nur Haare. Moment. machen Sie noch Haare? Das Pony und so? Wenn jetzt an der Zukunft. Vielleicht, nein, so nicht. Dicke Strähnen, Haare. Was? So und auf. Ich gebe euch mal eine kleine Hilfe. Die Gebärdendolmetscher arbeiten immer noch mit der Frisur, die Angela vor Udo Walz hatte. Was machen die mit Coke? Ja, dann ist es doch so. So, also alles? Der zweite Teil ist richtig. Der zweite Teil ist nur dieses. Hier. So. Gleich, So. Ah, wie wär's denn hier mit Meise unterm Pony? Was? So. Wie war denn die Frisur von Frau Merkel? Die war ja, scheiße, die war einfach hat die hier scheiße. So? Ich weiß, wie die das hier hat. Was war die denn? Das war doch ein Pott. Ja. Das war ein Mikro. Der Teil stimmt ja. Wie ist der Pony? Ja, oben. Ja, auch glatt. So, auch Topf, glatt. Mittelscheitel, ein Pony und Topf. So, so ist hier. So oder so. Und hat ein Schwert. So, so, und, so, so und so. So, so und so. So. Ah! Ist ja. 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 Super. Das ist ja Angela Merkel. Nicht schlecht. Das ist Angela Merkel in Gebärdensprache. Nee, ne? Ja, ich hab also die Frage, tut mir leid, Anja, aber
ging nicht. Aber ich habe noch zwei weitere. Wie wird denn Guido Westerwelle dargestellt? Ah. Man müsste sich jetzt aufstellen und umdrehen. Das möchte ich nicht. Guido Westerwelle? Ja, das ist der zweite Teil. Der erste? West. 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 Sonne? West. West. So. West. Man West. Zeigt West und ja. Macht, Welle. Das ist Westerwelle. Westerwelle. Also West kann auch wissen da sein. Wissen die denn immer, wo sie stehen, wo Norden, Osten, Westen? Keine Ahnung. Okay. Okay. Ein Kompass mit aber, jetzt kommt aber wie machen sie Sabine Leuthäuser-Schnarrenberg? Aber ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Noch geht's ja. Stoiber. Wie wird denn Stoiber gemacht? Wisst ihr das? Stoiber ist am Ende dieses. So. Zurück. Ich gehe zurück. Na gut, den brauchen Sie jetzt nicht mehr. Ach, von Staub vielleicht. Andersrum. Nee, so wenig. Der Stoiber. Stoiber. Auf. Stoiber. Edmund, nein. Machen Sie. Stoiber. Stoiber. Eine Biene bestäubt. Nein. Stoiber. Also mit Stäuben hat es schon zu tun, mit Staub. Mit Stäuben, Staubsaugen. Ach, nee. Ja, genau. Ja, fast, bisschen weniger. So? Bisschen weniger. So? So, Prise. So, das ist Stäuber. Stäuber? Ja. Ah, oh, wie geil ist das? Da könnte ich jetzt eine ganze Sendung drüber schreiben. Stellen Sie sich mal vor, der arme Gebärdendolmetscher muss sagen, dass ich Merkel, Westerwelle und Stäuber gerade getroffen habe. Das heißt, ja. Super. Ey, das ist super. Das probier, als bin, ich hab im Juni einen Auftritt mit einem Gebärdendolmetscher, der mein Programm übersetzt. Den frage ich das. Fantastisch. Ja, also wir haben ja auch, ich habe jetzt letztens wieder Cover Me moderiert und auch früher die AIDS-Galas. Da sind immer Gebärdendolmetscher dabei. Wirklich. Und mein Schönstes ist dann auch immer, wenn ich hingehe und sage, wie übersetzt du Hella von Sinn? Dann machen die immer nur. Also das stimmt wirklich, wir haben es recherchiert. Super. Anja, es tut mir wahnsinnig leid. Ich hätte Ihnen 500 Euro sehr gern gegönnt für diese wunderschöne Frage, aber es hat nicht sollen sein. Meine Damen und Herren, wenn Sie 500 Euro haben möchten, dann können Sie die lieben gern bekommen. Schicken Sie uns einfach Fragen ein. So viel Sie haben, genial daneben 50666 Köln oder Sie rufen einfach an 01378101120. E-Mail geht auch, fragen@genialdaneben.de. Miriam Armborst wohnt in Wuppertal, ist heute Abend bei uns. Miriam, wo sind Sie? Dort. Wo? Dort. Miriam, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und es geht los. Ich drücke den Daumen, es geht um 500 Euro. Miriam möchte gerne wissen, was ist eine Trinkplatte? Eine Trinkplatte. Ganz schnell bin ich, da war ich zwar schon mal, aber ich bin wieder im Biergarten. Trinkplatte, die Bembel in Bayern, die Bierkrüge, also die heißen da nicht Bembel, die heißen anders. Ja, ja, Maas. Die Maßkrüge. Ja. In Bayern, ja. Die gerne oben diese Platte haben, damit die Fliegen nicht reinplumpsen und die Wespen. Ja. Die man so schön hochhebeln kann, könnte eine Trinkplatte sein. Ja, ist aber nicht. Ich würde, jetzt, ich würde auch sagen, das sind eher so diese es ist der Biertisch nach dem Gelage. Ja. Man eine Trinkplatte. Man bestellt einfach eine gemischte Getränkeplatte halt so irgendwie dann. Und das Trinkplatte? Ist dann, ja. Eine kalte so, oder eine Trinkplatte? Kommt dann so eine, so ich hätte gerne eine kalte gemischte Getränkeplatte. Ja. Einfach nur. Sehr hübsch. Wenn du auf deinem Kopf wenig Haare hast. Hey, jetzt und lass dann, ihn doch mal ausreden! Und dann Durst. Ja. Und ja. Es läuft nicht nur die Nase rot. Nein, das kann auch nicht sein. Was ist dann? Naja, dann wär's ich bin im Garten- und Straßenbau. Es geht um eine bestimmte... Moment, entweder Garten- oder Straßenbau. Was das ist jetzt? Völlig egal, weil es geht um Pflastersteine, um Steinplatten, die benutzt werden. Eine Trinkplatte unterscheidet sich dadurch von den anderen Platten, dass sie... Feuchtigkeit aufnimmt, quasi trinkt. Warum? Damit es nicht stehen bleibt, man ausrutscht, Schimmelbildung, Moosbelag, ja, ja. Im Winter, ja, Frost, Eis, ausrutschen, Hüftbeinbruch, Krankenhaus, jemanden kennenlernen, den man sich verliebt, muss sich von der Frau trennen, das... Du, die Dame ist schon wieder in Wuppertal, wenn du es gerade machst. Eine Platte, die Feuchtigkeit aufnimmt. Nein. Ich bin in einem zoologischen Garten. Glückwunsch. Ja. Bist du wirklich? Nein, pass auf. Ich denke, wir sind in einem zoologischen, eine Trinkplatte. Es gibt Wasserbehälter oder in der freien Wildbahn Wasserlöcher. Im zoologischen Garten gibt es Behälter. Und es gibt aber vielleicht so kleine Lurchis oder kleine lustige Insekten, so Kleintiere, wo die Betreiber des zoologischen Gartens... Herr Öckerchen, Sie spielen gerade das Tier, ja, ich freue mich. Ja, los. Wo die Angst haben, dass die Kleintiere sich in diesen Wasserbehältern ertränken. Ach, weißt du, dass die auf den Kübelchen stehen, machen schlapp, 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 rein tot. Deswegen nehmen die Trinkplatten, das heißt, die nehmen Platten, befeuchten diese Platten, dass auch kleinste Tiere, die ja von einem Tautropfen satt
Sitt werden können. Entdürstet sind. Ich hab das gespürt. Weiter? Ich finde die Idee total gut. Ich bin bei Pferden. Auch kleine Tiere, die sich von einem Trautropfen ernähren, nur nicht ausreichend und dann auch gerne mal sterben. Nein, es gibt so bei Pferdetränken gibt es eine Platte, die liegt da drauf. Wenn das Pferd da seine Schnauze rein drückt, dann macht es und dann kommt das Wasser und dann geht das Wasser da rein und das wie, die wie macht es? Blub. Und die und dann diese Platte ist die Trinkplatte, die muss umgelegt werden, damit Wasser in einen kleinen Behälter läuft. Wir lassen mal die Tiere einfach weg. Ja, komplett. So. Ja, ohne Tiere können wir nicht. Und sind in einem Seniorenheim oder sind wir bei Menschen? Ganz, wir gehen von den Tieren weg. Ja, dann müssen wir also Menschen bei sein. Völlig richtig. Gut gefunden. Wir sind bei Menschen, ja. Aber also, Schallplatte gibt es ja auch. Also vielleicht und Trinkplatte, vielleicht eine, die du nur im Suff ertragen kannst. Wie wär's denn mit Zahnärzten und einer sehr komplizierten kieferchirurgischen Eingriff. Das hat was mit dem Mund zu tun. Ja, und dass es eben etwas ist, also wie wir auch so, wir haben ja einen Gaumen. Eine Gaumenplatte. Jo. Es hat was mit dem Gaumen zu tun. Ah. Kinder, das wird ja Wahnsinn. Es gibt doch so. Sind das Implantate? Ja, vielleicht ist das sowas. Es gibt doch das Problem, es gibt doch diese Gaumenspalte. Vielleicht ist das Problem, damit man dann immer noch trinken kann. Und es nicht in die Nase geht. Das Babys haben das. Neugeborene oder Leute, die gerade mit einer Hasenscheide. Eine Trinkplatte? Die wird reingelegt oder sogar operiert, damit das. Also die Feuchtigkeit, die Flüssigkeit damit im Mund bleibt. Damit das Kind an der Mutterbrust saugen kann und ihm die Milch Richtige in den... Antwort, ja. Wow. Also im Prinzip genau so. Einige Babys kommen mit einem Geburtsfehler zur Welt, und zwar mit einer Spalte im Gaumenfolge. Wie Hoeker sagte, die Muttermilch kommt zur Nase wieder raus. Um das zu verhindern, setzt man eine Kunststoffplatte vor die Gaumenspalte. Eigentlich wird einfach nur reingelegt, weil das Baby dank dieser Platte nun richtig trinken kann, spricht man von einer Trinkplatte. So eine Gaumenspalte wird dann später, wenn das Kind größer ist, operativ verschlossen. Richtige Antwort. Ja, Miriam, es tut mir wahnsinnig leid. Was sollen wir machen? Ein Streber ist immer dabei. Und hallo! Das war definitiv eine Teamarbeit. Sie dürfen mich auch beschimpfen, Herr Balder. Was sollen wir machen? Zwei Streber sind immer dabei. Aber der Herr Balder will lieber nur die kleineren verhauen. Ja. Ja. Könnte ein bisschen Musik haben. Kommen wir zur nächsten Frage. Boris Couchot. Sie singt jetzt ein kleines Liedchen. Je reviens, je cherche. Oder was passiert jetzt? Ben oui. Boris Couchot kommt aus? Frankreich. Belgien. Köln. Ja. Ich wollte es ja sagen. Boris Couchot möchte wissen, was ist der Hemdausziehe-Effekt? Was passiert, wenn man Hemd auszieht? Man knöpft es auf? Ja, was passiert dann? Ja. Die Frauen bei Frauen, weg. Der Unterschied, wie Männer und Frauen sich Pullis ausziehen. Also Männer, die machen einfach. Ich zeige, was ich habe. Und Frauen machen immer also so. Also der Hulk macht das. Nee. Damit nicht alles nachkommt. Nein. Frauen machen bei Pullis gerne diese Nummer. Ja, genau. Und dann die Ärmel erst raus und dann. Und dann nochmal diese Nummer. Und Männer machen grundsätzlich rums. Ja, und das ist der Effekt. Und das ist der Effekt, weil das Hemd, man kann das Hemd, wenn ich jetzt mein Hemd ausziehen würde, ich mache es natürlich nicht. Entschuldigung. Dann kann ich. Nein. Dann mache ich das folgendermaßen. Ich knöpfe das auf und schmeiße es weg, indem ich es auf links ziehe. Am nächsten Morgen habe ich das Problem, dass alle meine Arme, also die Arme, die Ärmel auf links sind. Und das bezieht sich vielleicht jetzt auf einen Gegenstand, den wir zu erraten haben. Ich mach das also immer so auf links. Ja, irgendwas ist auf links. Meinst ganz irgendwas genau. Ist auf links. Es ist nichts also auf links. Nein. Ich bin beim Kirschner. Wenn ein, bei wem? Beim Kirschner. Sag wenn, SCH. Kirschner. Beim Kirschner bist du? Ist das echt mit SCH? Ja, ich schwör's. Den hätte ich nicht nur falsch. Den hätte ich auch falsch geschrieben. Auf jeden Fall der Typ, der Tieren die Felle über die Ohren zieht. Wo sind wir gerade? Bei dem Kirschner. Ja. Wie heißt nochmal der Typ, der Fässer macht? Fässer. Vorhin habe ich da gedacht, das wäre ein Kirschner. Nee, Moment, was ist denn der Typ, der die Fette macht? Der Böttcher. Der Böttcher. Grit Böttcher. Wie wird die geschrieben? Mit CH oder SCH? Nur damit ich weiß. CH. Ja, CH. Ich meine, ich spreche sie eh mit SCH, aber so. Wir waren aber beim ganz anderen Thema. Ja. Und du willst jetzt allen Ernstes uns erzählen, wenn dann der Kirschner, den der das Häschen das Fell abzieht, wie ein Hemd. Ja. Boah, bist du ekelhaft.
Das denke ich, muss nicht sagen, die Fantasie erledigt den Rest. Aber was für ein Effekt ist das? Dass das auf links ist, dass das irgendwie scheiße aussieht. Es ist nicht auf links. Ich will immer noch wissen, was der Hemdausziehe-Effekt ist. Der Hemdausziehe-Effekt. Ist das ein Gänsehaut? Wir sind, oh, entschuldige bitte vielmals, aber ich hatte gerade einen Geist. Ist heute aber wirklich unerträglich. Immer so. So wie so ein Gnom oder so ein Kobold. Du bist entsetzlich. Das ist wirklich. Entschuldigung bitte, was seid ihr denn jetzt alle gegen mich? Ein paar Tabletten oder so und dann. Also wenn der Hugo mich ärgert, ist das okay, aber du hast auch einen schwarzen Anzug an. Ich hab einen Schreck. Macht mein Herz nicht mehr. Ich hab dich immer noch lieb, Patrick. Hey, Effekt. Können wir jetzt weitermachen? Wieso erzeugt das Mitleid, wenn sie mich lieb hat? Schau in den Spiegel. Folgendes. Fang an. Es gibt ja das Märchen vom Kaiser mit den neuen Kleidern. Ja. Und da sieht er ja auch blank. Was sieht er? Klar, der ist ja nackig. Ja. Also das ist ja auch so ein Hemdausziehen. Ja, da kannst du auch nichts mehr ausziehen. Ne? Nee, da ist gar nichts mehr dran. Nee, das kann auch ist das ein medizinischer Effekt wie Gänsehaut? Also es hat mit Medizin gar nichts. Überhaupt nicht. Ist das sowas, so, gar so, nichts so, so, so Boygroups, wenn die auf die Bühne kommen, dann, dass die quasi innerhalb von einer Minute die Hemden ausziehen müssen. Ah, das ist gut. Dass das so der Effekt ist. Wenn jetzt Gildo wenn, so, wenn die, ja, die Mädchen, wenn die schreien, ja, sobald so und so viel Dezibel Frauenschreie sind, müssen die das Hemd ausziehen. Also ist das ja so ein, oder ein Schlüsselreiz. Es kommen die Sanitäter, es kommen ja die Sanitäter okay dann. Das ist, ein Alarm für die Notärzte. Die wissen, okay, Tokyo Hotel macht jetzt die Hemden. Ja, haben die schon Hemden eigentlich? Nein, die haben T-Shirts oder sowas. Dann heißt es, okay, ab jetzt die Mädels, die da unten sind, festhalten und sowas. Aber Hemden haben die, glaube ich. Natürlich. Aber es könnte in der Tat auch etwas Psychologisches sein. Also in der Muckibut oder am Strand, dieser Hemdausziehe-Effekt, wenn die Jungs sich wirklich entblättern und sich dann einreiben und die Mädchen rattig werden. Also ich mach das jeden Sommer am Strand, bei mir ist noch keine einzige Frau rattig. Ja, ja. Bei aber Ihnen werden, dann ist es aber die Ratten werden bei Ihnen fraulich. Ja. Ohnmächtig. Gut, dann geht es gar nicht darum, das Hemd vom Körper auszuziehen, sondern das Hemd, wenn man es gekauft hat, aus einer Folie herauszuziehen. Ja? Und dann muss man erstmal 500.000 Nadeln, Preisschilder abmachen. Und ganz am Schluss, wenn man es anhat, merkt man, ah scheiße, bist schon seit einer halben Stunde auf einer guten Party, muss dann hier noch so ein Stück Pappe rausziehen. Das ist ein Hemd-Ausziehe-Effekt. Ja, dann wird man blöde angeschaut. Ja, das kennt man. Das wäre aber eher der Hemd-Auspack-Effekt. Ja, wahrscheinlich. Ja? Also es geht, die Frage ist, reden wir wirklich? Also mit dem Hemd-Ausziehen im herkömmlichen Sinne, wie ihr das jetzt meint, mit diesem Hemd-Ausziehen? Hat es nichts? Nichts zu tun. Ja. Es geht gar nicht um ein Hemd. Doch. Aber nicht das Hemd, wie wir es kennen. Doch. Warum was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch für ein Hemd, das wir nicht kennen? Das wollte ich ja wissen. Das ist die Frage. Das letzte Hemd hat Hemd eine Tasche zum Beispiel. Hemd vom Nachbarn. Nein, ist schon das Hemd, das wir alle kennen. Ja. Aber es geht nicht darum, ein Hemd auszuziehen vom Körper wahrscheinlich. Ist das der Effekt, also nicht ausziehen, das, was ihr jetzt gesagt habt. Ja, so vielleicht denn ausziehen aus dem Regal. Ist das der lustige Effekt, dass, wenn da drei rüberliegen, fallen die eins tiefer? Genau. Ist das denn ein alter Begriff? Das ist wahrscheinlich ein sehr alter Begriff, oder? Das ist kein alter Begriff. Ja, kein alter Begriff. Nein, das ist kein alter Begriff. Der Hemd ausziehen. Also der Hemd-Ausziehe-Effekt. Ziehen? Also etwas glatt ziehen? Nee, es hat schon mit Ausziehen zu tun. Aber also Ausziehen von Kleidung. Also Ausziehen im Sinne von Ausziehen. Nicht im Sinne von Ausziehen, wie Ausziehen sonst verstanden ist, sondern Ausziehen. Von einem Hemd, das auszog, das fürchten zu lernen. Ja. Ein Hemd, das irgendwie rausgeht. Mal an die frische Luft. Soll ich euch das vielleicht, ein Hemd, das studiert? Mal zusammenzufassen. Also, anziehen, nicht aus der Wohnung ausziehen. Mein Hemd ist ausgezogen. Ja. Es geht nicht um das Ausziehen, wie wir es verstehen, aber schon ums Ausziehen, wie wir das verstehen. Herr Balder, ich verstehe Sie nicht. Ziehen Sie sich aus. Das könnte ja auch ein junger Mann sein, zu dem man sagt, das ist aber ein Hemd und er ist ausgezogen. Das wäre ja auch was, oder? Ich glaube, ich sag's euch mal. Ja. Also, das ist ein Fachbegriff aus der Büromöbelindustrie. Ach, hör auf. Kein Witz, und zwar aus der Abteilung Bürostühle. Wenn es so heiß ist? Jeder kennt das. Man sitzt am Schreibtisch irgendwo, lehnt sich an, bewegt sich auf seinem Stuhl hin und her und mit der Zeit spürt man, wie einem das Hemd hinten hochzieht, aus der Hose rutscht. Und das passiert nicht, wenn der Bürostuhl so konstruiert ist, dass sich die Sitzfläche und Rückenlehne synchron bewegen. Das heißt, geht die Lehne zurück, arbeitet der Sitz gewissermaßen mit und unterstützt die Rückwärtsbewegung. Und dank auch von uns hier an unserem Büromöbelhersteller, hier an diesen Dingern, da ist es nämlich genauso. Das ist genau so ein Stuhl. Ich sitze gleich ganz anders. Hier kann einem das Hemd... Hier kann einem das Hemd nicht ausgezogen werden. Also, das ist nicht wirklich so ein Hemd-Ausziehe-Effekt, Herr Bauer. Also, der Oberall rollt sich hoch-Effekt. Der rollt sich hoch-Effekt. Also, ihr wisst, was ich meine. Das ist der Hemd-Ausziehe-Effekt. Und Boris Couchot aus Köln, 500 Euro. Für Sie. Gratulation. Das ist ganz einfach. So simpel ist das. Ist gut. So langweilig, aber schön ist gut.
Ich begrüße jetzt ganz herzlich Hans-Jörg Martini in Dresden. Dort wohnt er nämlich. Hans-Jörg sitzt jetzt zu Hause auf seiner Couch, guckt uns zu und freut sich, dass er folgende Frage hört, die von ihm an uns eingesendet wurde. Ich weiß nicht wann, aber sie muss gekommen sein, sonst könnte ich sie jetzt hier nicht stellen. Oh, Herr Balder, bitte. Seitdem er diese André Rieu-Frisur hat, moderiert er aus. Wir haben uns vorhin gerade gefragt, was heißt eigentlich Florian Silbereisen auf Französisch? Aber wir werden es noch sehr sehen. Also, warum hören die Elefanten im Leipziger Zoo täglich eine Stunde lang Musik? Unter anderem Nena, Survivor, weil aber auch Schlager. Eine Stunde. Die hören Nena, damit sie das Atmen lernen. Das sind junge, kleine Elefanten. Und Nena schnauft ja auch mal so. Ich gehe mit dir wohin du willst. Weil die Elefanten so klein sind, dass sie also... Oder? Kleine Information, im Leipziger Zoo leben 9 Elefanten. Die kriegen täglich eine Stunde lang unter anderem 99 Luftballons, also Eye of the Tiger und Filmmusik von Raumschiff Enterprise, aber auch Schlager, Klassik, quer durch den Garten. Ich glaube, dass der Elefant an sich in der freien Wildbahn nur mehr oder weniger einen natürlichen Feind hat. Und das dürfte in Indien zumindest... Das ist Nena. Elefanten sowohl in Afrika wie auch in Indien nur den Tiger und in Afrika nur den Löwen als überhaupt einigermaßen natürlichen Feind neben dem Jäger, dem Menschen, dem Piff-Paff-Gewehr überhaupt haben. Und ich glaube, dass die noch so genetisch drauf sind, dass dieses Schreien der Raubtiere die unruhig oder hysterisch oder einfach nur schlecht gelaunt macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau in dieser Stunde der Löwen- oder der Tigerkäfig gesäubert wird und da oder die werden gerade gefüttert, die Tiere, also die Raubkatzen werden gefüttert in der Stunde und dann machen die Geräusche und damit die Fantis nicht schlechte Laune kriegen oder sich erschrecken, kriegen die in der Zeit Musik, dass die entspannt bleiben. Aber dann müssten es doch in anderen Zoos genauso sein. Aber stimmt. Sind das nein, oder in Leipzig ist es halt so, weil der Leipziger Zoo ist ja ein sehr alter Zoo auch. Die haben das halt noch so nebeneinander gebaut, die Gehege. Deswegen ist das da in Leipzig so und in anderen Zoos nicht, wo die Elefanten viel weiter von den Raubkatzen entfernt sind. Ist es denn wichtig, welche Lieder sie hören? Ja. Also jetzt vielleicht Eye of the Tiger, um ihnen Angst zu machen. Und wenn sie traurig drauf sind, eine Folge Benjamin Blümchen. Also sie kriegen alles quer durch den Garten, von Klassik, Schlager, Heavy Metal, die alles. Super jetzt der 80er, 90er und das Beste von Genau. So. Allerdings ohne Moderation. Ich behaupte, dass es gar keine Aktion des Zoos ist, dass das so stattfindet, sondern dass das vielleicht Radio Leipzig genau nebenan ist. Ja, und dass die Zoobesucher vorher, sagen wir mal, so Gewinnspiele oder irgendwelche Karten einschicken mit den schönsten Hits und die werden dann ins Elefantengehege übertragen. Aus Sicherheitsgründen. Vielleicht hat der eine Elefant einfach ein iPod zu Weihnachten gekriegt. Ja, das kann doch sein. Das und wahrscheinlich hieß eine der Akku hält kann nicht länger. Kann immer nur an- und ausmachen mit der dicken. mach mal Shuffle. Ja. Bumm, kaputt. Aber das ist gar nicht so dumm. Wahrscheinlich machen die eine Sendung aus dem, aus dem Elefanten. Gehege da. Das heißt, sie machen heute aus dem wieder, ne? Aber jeden Elefantöses Tag. Aus Leipzig. Ja. Jeden Tag, Top eine 20. Stunde. Ich hätte da eine Idee. Ja? Zur Reinigung des Elefantengeheges, die dort in einer natürlichen Art und Weise gehalten werden, wird eine Stunde am Tag lang Musik gespielt. Das bringt die Elefanten dazu, sich definitiv nicht draußen aufzuhalten, sondern sie gehen ins Elefantenhaus hinein, die Wärter können gefahrlos, warum gehen die rein? Weil die Musik draußen läuft. Tanzen wollen. Es sei denn, die Musik läuft drin, dann würde ich die Frage genauso, aber ein wenig anders formulieren. Vielleicht sind auf jeden Fall können die dann in aller Ruhe arbeiten, weil die Elefanten weg sind. Das hat damit überhaupt vielleicht sind ja gerade in diesem Leipziger Zoo, ist vielleicht diese Elefantenkolonie, oder wie soll ich mich ausdrücken, diese Family, sind vielleicht Elefanten aus dem Zirkus. So, und dadurch, dass die ihr ganzes Leben lang diese scheißalbernen, einstudierten Kacke gemacht haben, kriegen die eine Stunde am Tag noch mal Mucke, dass sie ihre einstudierten Schritte machen, weil sie einfach sonst eine schwere Depression kriegen. Tanzfändchen, Tanz. Könnte das stimmen, meine Damen und Herren? Ich weiß es nicht. Sie können ja mal nachdenken. Wir sagen nicht vor, machen Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren. Frau von Sinn hat vor der Werbung gesagt, das seien Zirkuselefanten, die einfach diese Musik brauchen. Und ich muss jetzt darauf eine Antwort geben, Frau von Sinn. Soll ich das tun? Ich wäre überrascht, wenn Sie etwas anderes als Nein sagen würden. Sie müssen nicht überrascht sein. Ist Quatsch, ne? Ist Quatsch. Ja. Vielleicht die Radiosender machen ja so Tests. Also, dass sie einfach nur testen wollen. Der Titel hat gut getestet. Da hat kein Elefant gekackt. Das war super.
Und so, und dann wird aufgeschrieben, wie die. Ja, den nehmen wir in die Rotation. Ich kenne das vom Film. Ja. Ja. Du meinst, die, so wie wir Zuschauerbefragung machen? Ja, ja, genau. Okay, aber bei Elefanten? Bei Elefanten einfach. Oh, gut. Ja. Ist das warum einfach nur in Leipzig? Das macht ja, das ich, warum in Leipzig? Warum ja. in Leipzig? Was ist in Leipzig, was nicht in Köln ja. oder in Duisburg? Was hat Leipzig, was nicht andere Köln? Beziehungsweise, was haben alle andere, was nur in Leipzig fehlt? So. Das ist eine Log, ein Witz. Aber was hat das Hallo? Mit den Elefanten zu tun? Na, da wollen wir ein bisschen nachdenken. So, vielleicht ist das, gibt es da irgendwie einen bestimmten Virus oder eine Krankheit, die diese Elefanten, eine Art Mittelohrentzündung. Ja. Tinnitus. Ja, genau, so ein Tinnitus. Der ist so laut, dass die Besucher nicht mehr in der Nähe des... Nein, und das ist, wenn die das spielen, verhalten sich die Elefanten so, dass man anhand der Bewegung beobachten kann, ob die irgendein medizinisches Problem... Die Musik hat was mit dem Elefantenverhalten zu tun. Das und es ist aber ein Experiment, was nur im Leipziger Zoo stattfindet. Nein, es ist kein Experiment. Aber es findet nur im Leipziger Zoo statt. Man hat festgestellt, dass wenn die Elefanten Musik hören, dass sie dann zum Beispiel sehr viel fressen. Ja. Zum Beispiel. Man hat also gesagt, wenn keine die jetzt... Keine Wärter fressen. Ja. Zum Beispiel. Keine Wärter fressen. Wie sonst. Genau. Zumindest keine, die mitziehen. Sich nicht untereinander fressen. Ja. Sowas. Und deshalb wird in der Zeit, in der einen Stunde, wo das stattfindet, Musik aber dann würde das der Kölner Zoo ja auch machen. Eben. Weil das, das ist ja das. Aber ja. wahrscheinlich... Gut, aber die haben diese Sendung die fressen, ja noch nicht gesehen. Das ist während des Fressens. Also das ist so... Das ist nicht während des Fressens. Nee. Das ist völlig unabhängig, ob die fressen ja. oder nicht oder rumlaufen. Haaren oder die sich aus irgendwelchen Gründen vielleicht nur, wenn gesungen wird? Bitte, wenn Barry White läuft. Ob die sich dann nur paaren? Die sich paaren. Was machen die denn in freier Wildbahn? Wer singt denn da? Ja. Die Leipziger die Touristen, Flippers. Die kriegen von den Elefanten Musik Tourist. Vorgespielt. Was machen die? Was können die denn machen? Die bewegen sich. Irgendwelche Bewegungen. Was mich so fertig macht, ist, wenn es irgendeinen Indiz dafür gäbe, dass sie besser fressen oder sich lieber paaren oder sich gerne bewegen oder entspannter sind, dann hätte es sich doch rumgesprochen und die Richtig. Anderen Zoos würden es auch machen. Ja. Das heißt, was ich mich frage, ist, ob die das gar nicht gezielt mit den Elefanten da einsetzen, sondern dieses Elefantengehege in der Nähe einer anderen, einer Eislaufbahn oder irgendetwas ist, dass sie es hören müssen. Also, dass es eher ein zufälliges Beschallen der Elefanten ist. Was sagen wir dazu? Genau umgekehrt. Es ist ein beabsichtigtes Beschallen, aber nebenan ist etwas, was einmal in der Tag eine Stunde lang passiert. Wie zum Beispiel eine Glocke läutet, das Glockenspiel. Es ist ein absichtliches Beschallen. Soll das was übertönt werden? Nebenan oder sagen wir mal in unmittelbarer Nähe ist etwas. Das ist ein richtig. Bahnhof. Ein Bahnhof. Oder so, und sie beschallen die, damit die Tiere Nein. die anderen Geräusche nicht hören und ja. sich erschrecken. Jawohl. Nein. In der Nähe des Zoos wird etwas gebaut, womit später laute Musik erschallend die Umgebung geflutet wird. Um die Elefanten im Vorfeld daran zu gewöhnen, werden die Elefanten im Vorfeld daran gewöhnt. Langsam. Langsam. Nochmal. In der Nähe des Zoos, in Hörweite der Elefanten, des Elefantengeheges, wird etwas gebaut, was demnächst Geräusche von sich gibt. Eine Disco, eine Eislaufbahn, vielleicht einfach nur ein Zug oder ein riesengroßer Kopfhörer. Oder Nena zieht dorthin. Und damit die Elefanten jetzt schon mal daran gewöhnen, dass dort Musik sein wird, vielleicht eine Disco oder sowas. Ja, da, wird keine die Musik Elefanten sein. Die Disco. Das ist wahrscheinlich so eine Ü30-Party. Da wird eine Schule und so eine gebaut, die sollen sie an die Kindergeräusche. Nein. Viel einfacher. Lass uns doch einfach mal den Rest weg und machen sie nur einen die Anfang. Die hören einfach gerne ja Musik, die Elefanten. Ja, genau, Moment, die da machen das selber. An die Baustelle, damit die sich an die Baustelle gewöhnen. An die Baustellengeräusche gewöhnen. Weil die sprengen die halbe Innenstadt weg. Aber... Ich lasse es, ich lass es so gelten. Die Baugeräusche, ich lasse es so gelten. Was? Ja, natürlich. Schon bei Trinkplatte haben wir genau das gesagt. Also, ich sag's euch. In ein paar Monaten wird in unmittelbarer Nähe des Elefantengeheges ein Gebäude gesprengt. Anschließend beginnen dort Bauarbeiten, die mit permanentem Lärm verbunden sind. Um die Elefanten auf diese ungewohnten Geräusche vorzubereiten, werden sie per Musik an die bevorstehende Dauerbeschallung gewöhnt. Weil wenn dort monatelang Presslufthämmer und so weiter Geräusche erzeugen, laut sind, dann müssen die irgendwie daran gewöhnt werden. Und deswegen
werden die eine Stunde am Tag mit Musik beschallt, laut. Also, ihr lieben Leipziger, ich glaube, das wird nach hinten losgehen. Ja. Weil ich meine, wenn die jetzt, egal was für Musik hören, das ist ja doch schön und melodisch. Und alles, was dann kommen wird, wird eine Kakophonie der Geräusche sein. Und die Fanten werden sehr durchknallen. Das glaube ich nicht. Oder die stellen sich nach der Sprengung an den Zaun und machen Hans-Jörg Martini aus Dresden. Es tut mir leid. Ich muss es so gelten lassen. Holger hat es rausbekommen. Eine Frage habe ich noch. Brigitte Schneider wohnt in Friedberg. Friedberg liegt in Bayern. Und Brigitte Schneider möchte Folgendes wissen. Achtung, was ist ein Ventilwächter? Ein Ventilwächter. Oh, das ist aber aus dem Radfahrergewerbe. Da brauche ich für mein Vorder- oder Hinterrad natürlich ein Ventil, wie wir alle wissen. Aber wer passt darauf auf? Aus Sicherheit. Ja. So, genau. Wenn ich das die ganze Zeit wenn ich du klaust mein Ventil. Du kannst das Fahrrad mitnehmen, aber das Ventil bleibt hier. Wenn ich das mal. Nein, aber der Ventilwächter ist tatsächlich in dem Ventil. Der Ventilwächter ist im Ventil. Du warst auf Augenhöhe mit dem Ventil, das ist ja so. Das kam spontan. Ja. Basti, so, du lass doch sagen. Den Bastian was. Macht irgendwas, ich weiß es schon nicht. Der Ventilwächter ist im Ventil bereits eingebaut. Denn es gibt ja so Ventile, wo ich reinpuste und wenn ich dann sozusagen wieder weggehe mit dem Mund, das nicht rausgeht. Und das erledigt der Ventilwächter, der die Luft von innen drin festhält. Das ist die Definition eines Ventils. Das beantwortet heute auch nicht. Ja. Sind das vielleicht Termiten oder Ameisen oder Bienen in einem großen... Das ist so eine dreckige Lache, der Typ da. So, wo waren wir bei Termiten und Ameisen? Termiten und Ameisen. Oder auch bei Bienen. Ja. Also da muss ja immer eine Temperatur gewährleistet sein in so einem Termitenhügel oder einem Ameisenhaufen. Und da steht immer einer. Und der am Heizungsventil dreht immer. Ja, und da ist vielleicht nennen die Ventilwächter, dass das irgendwelche kleinen Insekten sind, die einfach Alarm schlagen, wenn da eine schlechte Temperatur herrscht. Also ich würde mich durchaus vom Tierreich wieder zurück in die Gummiindustrie Fahrradschläuche, bewegen. Gummiindustrie, also Luftmatratzen. Autoreifen. So. Jetzt haben wir. Ja, könnt ihr jetzt mal weitermachen. Okay, nur weil ich eben. Okay, aber was hast du denn gesagt? Ich sag eben Fahrradreifen, da heißt es Polizei, Polizei. Sagt er Autoreifen? Ja, aber heißt Autoreifen ist richtig. Ja, es geht um die Autoreifen, den Ventilwächter beim Autoreifen. Ja, was ist es ein Ventilwächter? Das ist am Autoreifen. Es gibt eine automatische Funktion bei einem Auto, dass, wenn der Luftdruck im Auto nachlässt, im also nicht Auto. Im Auto, genau, dass im er da gar nichts anzeigt. Bei Druckabfall werden sich die Reifen ablösen. Die Sauerstoffmaske. Ja, ja, genau. Da kommt so ein aufblasbarer Wächter neben dir, so wie so ein Airbag. Nein, das ist ein elektronisches Gerät, was im Reifen ist und misst den Luftdruck, ob das Ventil kaputt ist oder so etwas. Und dann geht eine Lampe im Auto an und sagt, bitte aufpumpen. Falsch. Ist das das an Tankstellen, damit man die Reifen, wenn man die Reifen selber aufpumpt? Also es gibt ja bei Autoreifen generell so bestimmte Schraubenschlüssel, die irgendwie so kodiert sind, dass man nicht, dass man die nicht einfach abschrauben und klauen kann. Gibt es das auch bei Ventilen, dass man da irgendwie so eine ganz einfach, so eine 45-stellige Geheimzahl erst eintippen muss. Und dann erst macht das Ventil. Nämlich. Also erst dann kann man. Mit dem Iris-Scan. Da musst du so warum soll man denn ein Ventil klauen? Nein, aber damit nicht irgendwelche bösen Jungs. Aus Spaß. Da so pfft machen. Die sich kein Taschenmesser leisten. Was können böse Jungs noch machen? Ein Loch reinstechen. In den Reifen. Elefanten Musik vorspielen. Hemd ausziehen. Ihr Lieben, ich sag's euch mal. Ja? Ist ganz einfach. Böse Jungs können zum Beispiel Autos klauen. Oder? Ja. Ja. Aber nicht, wenn der Ventilwächter am Steuer ist. Richtig. Das ist ein Ventilwächter. Den kann man abschließen. Ist eine Wegfahrsperre. Funktioniert folgendermaßen. Man schraubt dieses Teil auf die Reifenventile. Entweder auf einem Reifenloch. Besser ist natürlich auf alle vieren. Wenn man irgendwo parkt, schraubt man die rauf, macht es fest. Wird das Fahrzeug von einem Unbefugten mehr als 600 Meter weit von seinem Standort wegbewegt, wird durch die Dehnung des Reifens ein Stift auf das Ventil gedrückt. Folge, die Luft entweicht komplett aus dem Reifen. Das ist eine Schweinerei. Das ist ein Ventilwächter. Brigitte Schneider aus Friedberg, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. Das ist ja geil. Sehr gut. Der Hammer. Super Idee. Ist das schön. Ich bring's gleich. Super. Das nehme ich mit. Mach bei Ihnen drauf und schluck den Schlüssel runter. Ich kann es Ihnen gerne geben, Ulrike, aber ich habe keinen Schlüssel. Ich habe ja auch kein Auto. Das ist richtig. Du musst da gleich wieder ins Zoo, Mensch. Ja.
So, meine Damen und Herren, das war's. Ich fand's sehr, sehr schön, sehr interessant und auch sehr lustig. Können die da im Zoo nicht mal so eine Folge hier von uns denen vorspielen als Hörbuch? Oder einfach Hohecker eine Stunde vor den Zaun stellen, das ist auch laut genug. Hauptsache, er ist nicht hier. Ja, also, das kommt eher auch an die Baugeräusche heran, finde ich. Also. Ich freue mich auf morgen, auf den Geburtstag von Blacky Fuchsberger, auf den Film. Am 15. ist er im Kino, können Sie ihn sehen. Ich freue mich auf nächsten Samstag, da sehen wir uns wieder. Das war genial daneben. Schönes Wochenende.